Was ich vortrage, hat zunächst einmal mit aktuellen politischen oder auch moralischen Problemen nichts zu tun. Also ich spreche nicht über aktuelle politische oder moralische Fragen, sondern ich werde Sie einführen in Entwicklungen innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften. Identität ist nicht erst seit den 90er Jahren sozusagen ein Thema, dem man an allen Ecken begegnet. Das ist ein Grundbegriff der Sozialwissenschaften, spätestens seit den 50er und 60er Jahren. Schon in den 70er Jahren gab es unglaublich viele Klagen über die Misere dieses theoretischen Begriffes. Es gab Plädoyers für dessen Abschaffung. Es gab Kritik aus allen möglichen Perspektiven und Ecken. Das ist nicht abgerissen, ebenso wenig wie der Gebrauch dieses Begriffes abgerissen ist. Ich stelle mich mal an die Seite, damit ich auch irgendwie sehen kann, was ich Ihnen auf die Folien geschrieben habe. Ich werde, so habe ich noch nie einen Vortrag gehalten, muss ich sagen. Berlin ist eine kleine Stadt, bekannt für kleine, gemütliche Räume. Wenn Sie keinen übrigens Ausweichraum finden, lege auch noch die Empfehlung nahe, an- und auszubauen. Diesbezüglich ist Berlin ja bekannt für enorme Geschwindigkeit. Vielleicht schaffen Sie das in 2 Wochen, dass Sie hier anbauen irgendwie im Topol-Gebäude. Also, manche dieser Punkte sind viele, manche sind sehr kurz. Da sage ich nur ein paar Sätze dazu. Zu dem ersten zum Beispiel, der heißt Begriffsverwirrung, Kauderwelsch, Instrumentalisierung. Also das Wichtigste, was Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können, es macht keinen Sinn, über die Identität oder den Identitätsbegriff und seinen Gebrauch in den Wissenschaften, im öffentlichen Raum, in der Politik oder sonst wo zu sprechen. Das ist ein enorm polyvalentes Konzept. Es gibt ganz unterschiedliche Gebrauchsweisen dieses Begriffs, und das wurde in der Vorrede schon kurz angesprochen, mittlerweile auch so politisch bedrückende Gebrauchsweisen wie diejenige, die die Identitären in Anspruch nehmen. Was Sie an meinem Vortrag heute sehen können, ist, dass die Semantik und Pragmatik, wie das in solchen politischen Bewegungen, bemüht wird, nichts, aber auch gar nichts zu tun hat mit dem theoretischen Konzept, wie das seit 100 Jahren, insbesondere seit den ersten Arbeiten in der Psychoanalyse und im amerikanischen Pragmatismus, entwickelt worden ist. Im Gegenteil, also fast wird alles auf den Kopf gestellt. Nochmal, das heißt, wenn Sie über, in wissenschaftlicher Perspektive, und daran halte ich mich nun mal, über Identitätsbegriffe sprechen, tun Sie das immer im Plural. Und es wäre gut zu sagen, worüber man spricht, wenn man entweder etwas verteidigt oder etwas kritisiert. Ich werde Ihnen Grundzüge eines Konzepts irgendwie vorstellen, von denen ich glaube, dass es heute noch gute Gründe gibt, an diesem Konzept personaler und kollektiver Identität festzuhalten. Ich tue das so, dass ich Sie vor allem damit konfrontiere, was es heißt, eine Person zu sein in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Gesellschaften, unter bestimmten kulturellen Verhältnissen. Also was es heißt, Antworten zu geben auf die Identitätsfrage, wer bin ich, wer bin ich geworden, wer will ich sein? Also eine temporalisierte, sozusagen zeitlich strukturierte Frage nach mir selbst, nach meiner Person, die natürlich auch Mitmenschen stellen und mitbeantworten können. Ich tue das aber so, dass Sie hoffentlich irgendwie sehen können, dass dieses Konzept in analogisierender Weise verwendet wird im Hinblick auf die Bestimmung von Gruppen, jedweder Größenordnung. Also der Begriff kollektiver Identität ist jedenfalls, wenn Sie die Entwicklung des Terms, des Begriffs anschauen, eine analogisierende Verwendung des Begriffs personaler Identität, der übrigens relativ spät auftaucht. Das ist ursprünglich ein Konzept, das aus der Mathematik und Logik entstand und auch sozusagen mit zur Begriffsverwirrung trägt bei, dass es mit der Bedeutung eines logischen oder mathematischen Konzepts
dass die Verwendung in den sozialen Kulturwissenschaften damit nichts mehr zu tun hat. Also simple tautologische Gleichungen A gleich A, mit denen können Sie so gut wie überhaupt nichts anfangen, wenn Sie verstehen wollen, worüber eigentlich gesprochen wurde in den Sozial- und Kulturwissenschaften unter dem Titel Identität. Da ist nämlich immer gemeint, als allgemeine sozusagen Vorbemerkung, ich glaube, es erleichtert das Verständnis dessen, was ich sage, da ist immer gemeint die Frage nach der Gleichheit einer Person oder auch eines Kollektivs, einer Gruppe beliebiger Größenordnung unter der unabdingbaren Voraussetzung, dass diese Person sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger unentwegt ändert. Das betrifft nicht nur die physische Erscheinung, das betrifft auch alle denkbaren psychosozialen Aspekte, Eigenschaften. Also, dass diese Person sich im Lauf ihrer Lebensgeschichte unentwegt ändert, insbesondere in dynamisierten, modernen Gesellschaften. Und dass diese Person in unterschiedlichen Kontexten, privaten und professionellen Handlungsfeldern sehr verschieden denkt, fühlt, handelt etc. Das können Sie alle an sich selber irgendwie nachvollziehen, beide diese Sachen. Also, A gleich A ist nicht eine logische oder tautologische Beziehung, sondern es ist die schwierige Frage, wie man noch von sich als dem oder derselben reden kann, wenn man weiß und wenn man mehr oder weniger unentwegt damit beschäftigt ist, dass man sich permanent verändert und dass man in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich handelt, denkt, fühlt etc. Also, Sie haben mit einer ganz bestimmten, und das ist aber, glaube ich, ich schreibe manchmal die wichtigste, die seriöse Traditionslinie, mit der haben Sie es zu tun im Folgenden. Ganz kurz, das habe ich schon zumindest angedeutet, zweitens, dieser Begriff ist kein universelles theoretisches Konzept, wie die meisten sozial- und kulturwissenschaftlichen Grundbegriffe. Der entsteht in einer bestimmten Zeit oder sowas wie pragmatische und semantische Äquivalente entstehen in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Gesellschaften, unter bestimmten Umständen. Der Begriff ist gemünzt auf einen bestimmten Typ von Person, nicht auf andere. Das heißt, dieser Begriff ist unweigerlich historisch. Ja? Historizität, Gesellschaftlichkeit, Kulturalität, der Identität, also dessen, was bezeichnet wird, und des Begriffes selbst. Zur Begriffsgeschichte ganz kurz. Sie finden außerhalb der Logik und Mathematik eigentlich so gut wie keine Verwendungen von Identität in dem Sinn, wie ich ihn jetzt Ihnen vorstelle, sondern der wird in den 40er Jahren von Erik Erikson, also einem Psychoanalytiker, eingeführt, von ihm unglaublich schnell popularisiert. In den 60er Jahren ist es ein total modischer Begriff in allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen. Und sozusagen schuld sozusagen an dieser Mode war Erik Erikson. Sie sehen übrigens daran schon, an diesem Ursprung des Terms, ja, dass die Psychoanalyse die ersten Bestimmungen dieses Begriffes maßgeblich irgendwie beeinflusste. Das heißt, es geht bei Identität immer auch um die kommunikative Struktur eines Selbstverhältnisses von Personen, in dem Unbewusstes eine maßgebliche Rolle spielt. Abgesehen von dem Term, von dem Begriff selber, ist das Problem, das dann seit den 40er, 50er Jahren unter diesem Begriff verhandelt worden war, präsent, insbesondere im amerikanischen Pragmatismus. George Herbert Mead ist der prominenteste Theoretiker, den alle Studierenden der Sozialwissenschaften heute noch kennenlernen müssen. Ja, ich gehe da gar nicht im Einzelnen drauf ein, aber Sie sehen, was Sie sehen können. Der Begriff entsteht in Nordamerika, Vereinigten Staaten insbesondere, in manchen europäischen Ländern und ist auf dortige Lebensverhältnisse industrialisierter Gesellschaften gemünzt. Das heißt, die Übertragung dieses Konzeptes, die Loslösung von solchen praktischen Kontexten, ja, und sozusagen der Gebrauch des Begriffs für alle möglichen Menschen, die unter ganz anderen Lebensbedingungen aufwachsen und leben, ist hochproblematisch. Ist hochproblematisch. Meistens verschiebt sich da alles und solche Fehler hat schon Erikson gemacht, wenn er zum Beispiel ein Buch geschrieben hat,
über die Identität des jungen Mannes Luther. Luther, der Augustinermönch, hatte so wenig eine Identität wie sonst ein Mönch seiner Zeit. Er hatte Glaubensprobleme, Glaubenszweifel, aber das hat nichts zu tun mit modernen Identitätsproblemen. Dasselbe gilt für alle möglichen anderen Gruppen, über die Erikson geschrieben hat und von denen heute unter diesem Begriff die Rede ist. Also, der Begriff entsteht, kann sagen, im Ende des 19., im frühen 20. Jahrhundert und dann sehr schnell, sozusagen in der ersten Hälfte und dann das gesamte 20. Jahrhundert hindurch. Übrigens verfügen wir heute noch über keine besonders klare, ausgearbeitete, elaborierte Theorie personaler und kollektiver Identität, obwohl es sehr wichtige Fortschritte gibt. Aber das ist immer noch eine offene Frage eigentlich. Also da entsteht es, es ist auf bestimmte sozusagen Verhältnisse gemünzt. Vorher wurde Zygmunt Bauman vorgelesen, so ein Satz, und daran sehen Sie sozusagen ein wesentliches Moment, das konstitutiv ist für die gesamte Rede über Identität. Denn wer fragt, wer stellt überhaupt solche Fragen? Wer bin ich oder wer sind wir? Diese Fragen sind nur sinnvoll, unter der Voraussetzung, dass sie darauf keine Antwort mehr geben können. Niemand hat solche Fragen gestellt oder stellt solche Fragen und das unentwegt, permanent, als Daueraufgabe, sowohl für Individuen als auch für Gruppen, wenn klar ist, sozusagen, dass Herkunft und Zukunft, dass Tradition und Fortgang einer immer schon ähnlichen Geschichte bestimmen, wer Einzelne oder Gruppen sind. Die Frage macht nur dann Sinn, wenn Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind, wenn sie kein Gefühl mehr dafür haben, zumindest wer genau sie sind. Wenn, Sie können auch sagen, die unglaubliche Vervielfältigung von Optionen, ja, dieser oder jener Mensch, diese oder jene Person zu sein, eine Vervielfältigung von Optionen irgendwie praktiziert wird und Einzelnen alle möglichen Möglichkeiten zu leben, zu handeln, zu denken, zu fühlen, öffnet. Denken Sie an solche Sachen wie, was Sie zurzeit irgendwie erleben, und zwar in einer institutionalisierten rechtlichen Form über die Vervielfältigung von Geschlechteridentitäten. Es gibt heute nicht mehr, das ist nur ein winziges Beispiel. Sie können alles Mögliche sozusagen machen in diesem Feld und in vielen anderen Feldern auch. Also, Generalthema, das verunsicherte Selbst, das soll das heißen, das haben Sie bei Bauman irgendwie gehört, nicht nur äußere Ordnungen, eine gewisse Unübersichtlichkeit in den gesellschaftlichen Verhältnissen, ja, Jürgen Habermas schreibt mal ein Buch über die neue Unübersichtlichkeit, sondern auch innere Verhältnisse, also wer bin ich als Person, wer möchte ich sein, wer bin ich geworden, das sozusagen, dafür gibt es keine sozusagen stabile Grundlage mehr, das verschwimmt. Also Verunsicherung ist eigentlich eine Voraussetzung sozusagen dieses gesamten Diskurses und aller Antworten, die in dem Feld entstehen. Die Antworten, die im Rahmen der ernstzunehmenden sozialwissenschaftlichen, sozialen, kulturwissenschaftlichen, auch philosophischen Theorien entstehen, die konzeptualisieren das Problem auf bestimmte Weise und geben bestimmte Antworten. Darüber erzähle ich Ihnen jetzt sozusagen das Wichtigste. Ich glaube, ich lese gar nichts vor. Ich habe eigentlich vorgehabt, so ein paar Seiten vorzulesen, aber ich glaube, ich mache das ganz so. Ein Satz nur zu viertens, da steht Identität und Individualität. Das mache ich vor allem immer für die Kollegen und Kolleginnen, auch in den Sozialwissenschaften, weil 70-80%, mindestens die Hälfte aller soziologischen Texte über angebliche Traktate über Identität damit anfangen, Identitätsprobleme bestünden darin, dass Individuen sich nicht mehr ihrer Einzigartigkeit sozusagen bewusst sein können und sicher sein könnten, sondern aufgehen in anonymen Massengesellschaften, in denen nur noch sozusagen verwechselbare Ausgaben von Personen einhergehen. Individualitätsprobleme, das ist damit gemeint, Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit sind nicht
Identitätsprobleme. Sie können Identitätsprobleme haben, also nicht wissen, wer sie sind, wer sie geworden sind, wer sie sein wollen, ja, ohne dass die Frage, ob sie einzigartig sind oder sein möchten oder gewesen sind, überhaupt berührt ist. Ja, also es sind zwei unterschiedliche Problemfelder, nicht völlig unabhängig voneinander, aber sind unterschiedliche Problemfelder, die man aus begrifflicher sozusagen Präzision auseinanderhalten muss. Dann kommt etwas, was mir am wichtigsten ist und was ich seit über 20 Jahren versuche zu sagen, manchmal mit Erfolg, manchmal mit zweifelhaftem Erfolg, also auch in den Wissenschaften übrigens, ist schon sehr erstaunlich. Das ist aber wichtig für diese Diskussionen, die auch in der kurzen Einleitung zumindest angesprochen worden sind. Ich unterscheide und ich glaube, wir müssen im Hinblick auf diese wissenschaftlichen Traditionen, über die ich spreche, zwei Verwendungsweisen, gleichermaßen berechtigte Verwendungsweisen und wichtige Verwendungsweisen unterscheiden. Ich mache das übrigens mit einem Berliner Philosophen, Ernst Tugendhat, einmal vorgeschlagen, von qualitativer Identität, sowohl von Personen als auch von Gruppen, immer dann zu sprechen, wenn es um inhaltliche Prädikate geht, die einzelne Menschen oder Gruppen, deren Leben, deren Sein, inhaltlich charakterisieren. Also wenn es darum geht, dass wir uns selbst oder wir anderen Menschen bestimmte Merkmale, Eigenschaften, Eigenheiten, Orientierungen, Interessen, was auch immer, zuschreiben. Ja? Also wir qualifizieren uns oder andere durch die Zuschreibung ganz bestimmter Prädikate. Das nennt man qualitative Identität. Und dann bin ich eben ein Mensch, der unter anderem, das ist jetzt natürlich alles erfunden und hat mit mir gar nichts zu tun, nur zu exemplarischen Zwecken, der gerne Musik hört, der gerne Bücher liest und so weiter. Das sind alles inhaltliche Prädikate. Da können Sie zentrale von peripheren qualitativen Prädikaten unterscheiden. Zentrale sind, was meine Grundüberzeugungen angeht. Ja, Charles Taylor ist zum Beispiel jemand, der solche Grundüberzeugungen, die die Identität von Personen und Gruppen irgendwie betreffen, fokussiert und sagt, diese Grundüberzeugungen und was damit verwoben ist, das ist nicht leicht zu ändern, im Gegensatz zu eher marginalen, nebensächlichen Eigenschaften, die wir leichter ändern können. Aber diese, wenn es sozusagen um das Eingemachte irgendwie geht, also um solche Grundüberzeugungen, um Dinge, die auch lebensgeschichtlich oder historisch geworden sind, ja, findet man ja nicht von einem auf den anderen Tag. Ja, das ist sozusagen, dann wird es weniger leicht, irgendwie veränderlich. Aber das ist qualitative Identität. Davon unterscheide ich, das ist der eigentlich springende Punkt. Darum geht es eigentlich in diesen Theorien, in sozialen, kulturwissenschaftlichen Identitätstheorien. Davon unterscheide ich Bestimmungen des Identitätsbegriffs, die die Identität, und das ist hochabstrakt, als eine Struktur oder Form des kommunikativen Selbstverhältnisses von Personen bestimmen. Und zwar unabhängig von irgendwelchen inhaltlichen Prädikaten. Ich mache das noch ein bisschen deutlicher. Sie schauen mich, manche von Ihnen schauen mich an, sozusagen, dass ich glaube, Erläuterungen sind da gut. Aber Sie kennen das aus anderen Kontexten. Es ist eigentlich eine ganz einfache Unterscheidung zwischen Struktur oder Form auf der anderen Seite und Inhalt. Sie kennen die Unterscheidung zum Beispiel aus der Kunst. Ja? Kunstwerke haben eine Form, aber auch inhaltliche Bezüge. Ja? Und so können Sie Selbstverhältnisse von Personen oder auch von Gruppen im Hinblick auf deren strukturelle oder formale Verfasstheit unterscheiden, unabhängig von inhaltlichen Orientierungen oder so irgendwelchen sonstigen Bestimmungen. Was nun diese Form angeht, ich mache diese Folie vielleicht gleich mal als daran versteht man, glaube ich, am allerbesten, worum es eigentlich in diesen ganzen Debatten geht. Das verschwindet aber natürlich völlig. Also in öffentlichen, politischen Diskursen, in aufsehenerregenden, skandalisierenden, hitzigen irgendwie Debatten. Aber im Grunde geht es in den wissenschaftlichen Debatten
um Folgendes. Ich habe das mal gemacht. Sie können so Ansätze, können Sie da ganz bei George Herbert Mead, bei Eric Erickson, aber nicht so systematisch und so, ich glaube, auch klar irgendwie ausgearbeitet wie hier. Was diese Form oder Struktur angeht, können Sie dreierlei Typen bezeichnen. Das ist so ein Kontinuum. In der Mitte steht Identität, links steht, das ist ein Begriff übrigens von Eric Erickson, Totalität, rechts steht Multiplizität, manchmal auch Fragmentierung oder Diffusion. Was ist damit gemeint? Nur wenn Sie sozusagen dieses gesamte Kontinuum und vielleicht auch noch so Übergangstypen, auf die ich gleich zu sprechen komme, nur wenn Sie diese gesamte Unterscheidungspalette im Blick haben, kapieren Sie, worüber Sozial- und Kulturwissenschaftler gesprochen haben, wenn sie über Identität geredet haben. Wie häufig Begriffe gewinnen ihre Bedeutung in einem mehr oder weniger komplexen Netzwerk von Unterscheidungen. Ja? Das sind die Unterscheidungen, die wesentlich sind für die Bedeutung von Identität. Identität in der Mitte bezeichnet ganz grob eine offene Struktur. Ja? Das heißt, die ist durch Offenheit, Porosität, Labilität gekennzeichnet. Das bezeichnet eine Struktur, die offen ist, insbesondere für Veränderungen jedweder Art, für Veränderungen, die vor allem zu tun haben mit gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Veränderungen, mit den Zumutungen von anderen, die sie zwingen, sich zu verändern, also insbesondere ihnen nahestehenden stehende Menschen, aber auch ihnen vielleicht zunächst nicht so nahestehende Menschen. Denken Sie jetzt an Migrationen, denken Sie an Migrationsgesellschaften, denken Sie an die Veränderungszumutungen, die auf uns alle zukommen, sobald sich relativ homogene in hochkomplexe, durch Heterogenität, kulturelle Heterogenität auch bestimmte Gesellschaften verwandeln. Ja? Identität ist eine offene Struktur von Personen, ja, in die Veränderungszumutungen, Veränderungsbereitschaften auch eingebaut sind. Identität ist eine Struktur, für die, so können Sie auch hochabstrakt irgendwie sagen, Kontingenz konstitutiv ist. Also Möglichkeiten, die Sie selber auch als Individuum, als Person nicht in der Hand haben. Ja? Zufälle lautet eine ungenaue alltagsweltliche Übersetzung des Kontingenzbegriffs. Also allerlei kontingente Ereignisse zwingen zu Veränderungen im Laufe eines Lebens und Identität ist offen für Kontingenz und geht deshalb auch einher mit dem Kontingenzbewusstsein und Kontingenzgefühl von Personen. Sie alle. Und das ist ein historisches Novum in dieser sozusagen Breite. Sie alle wissen das sozusagen, dass sie, ohne dass sie viel dazu können, oder jedenfalls am Anfang viel dazu können, aus kontingenten Gründen auch die Person geworden sind, die sie geworden sind. Ja? Natürlich haben sie im Laufe ihres Lebens das eine oder andere dazu getun, dass sie diesen Weg eingeschlagen haben oder jenen oder diese Interessen verfolgt haben oder nicht. Aber dass sie im 20. Jahrhundert in Deutschland geboren sind oder sonst wo, ja, dass sie in bestimmten Milieus aufgewachsen sind, sind kontingente Sachverhalte, die mitbestimmen, wer sie sind, wer sie geworden sind, wer sie sein möchten. Und sie wissen das, auch wenn sie es nicht explizit wissen oder so verhandeln. Aber alle modernen Individuen sind mehr oder weniger, das Ausmaß ist natürlich variabel, durch ein solches Kontingenzbewusstsein und Kontingenzgefühl bestimmt. Denken Sie an einen Roman, der Kontingenz von der ersten bis zur tausendsten Seite behandelt, Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Das ist eines der, so sagen wir, beeindruckendsten Dokumente genau dieses Kontingenzbewusstseins und Kontingenzgefühls, was zu tun hat mit dem, was ich am Anfang als Verunsicherung bezeichnet habe. Deshalb sprechen manche Soziologen oder auch Psychologen so viel über Kontingenz und so viel über Kontingenzbewältigung. Ja, das ist
Und das ist eine Herausforderung. Damit umgehen zu können, ist nicht so einfach. Also, Identität in der Mitte als eine solche offene Struktur, die mit Hans Joas können Sie sagen, nicht zufällig im Zeitalter der Kontingenz in bestimmten Wissenschaften theorieförmig artikuliert wird. Links haben Sie, was Erikson in den 40er Jahren als Totalität bezeichnet hat. Und Erikson, Sie sehen jetzt an solchen Sachen schon, wie sehr der Diskurs in den Wissenschaften, der Diskurs über Personen zusammenhängt mit Debatten über Gesellschaften. Also schon bis hinein in die Begrifflichkeit. Für Erikson, der ausgewandert ist als Däne in Wien bei so eine Laienpsychoanalyse-Ausbildung gemacht, dann im Nationalsozialismus emigriert in die Vereinigten Staaten. Und dort hat er auch Bekanntschaft gemacht, frühzeitig mit Theorien von Hannah Arendt, die über Totalitarismus gearbeitet hat. Sie können sehen, dass dieser Begriff der Totalität praktisch ein Analogon ist, ja, zum Konzept totalitärer Gesellschaften. Totalität meint hier nämlich die Struktur oder Form des kommunikativen Selbstverhältnisses einer Person, die Sie als geschlossen bezeichnen können. Also im Gegensatz zur offenen Identität haben Sie hier eine Struktur oder Form, die charakterisiert ist durch rigide Abgeschlossenheit gegenüber außen, durch rigide Abgeschlossenheit gegenüber inneren Wünschen, die tabuisiert sind, die peinlich sind. Also all das, was die Psychoanalyse natürlich auch irgendwie thematisiert. Eine geschlossene, veränderungsresistente und gegen Veränderungszumutungen abgeschottete Struktur. Das heißt, das, was heute, Sie sehen es jetzt schon, das, was heute häufig als Identität bezeichnet wird, ja, ist eigentlich begriffsgeschichtlich und theoriesystematisch Totalität. Also die Identitären, die sind überhaupt nicht auf der Suche nach Identität in diesem struktur- oder formaltheoretischen Sinne, sondern die artikulieren bestimmte qualitative Identitätsprädikate, wir sind wir, wir sind Deutsch, wir sind XY, ja, verfestigen sozusagen solche Selbstzuschreibungen und integrieren solche Selbstzuschreibungen in eine Struktur ihres Selbstverhältnisses, dem der Name Totalität gebührt, gerade nicht Identität. Identität, die gesamten Debatten sozusagen waren darauf aus, sozusagen die Offenheit einer Struktur des Selbstverhältnisses von Personen zu formulieren, die es möglich macht, die schwierigen, komplexen Lagen in modernen Gesellschaften, die hochgradige Dynamik in modernen Gesellschaften, die hochgradige Dynamik und Unsicherheit in individuellen Lebensläufen auszuhalten. Ja? Auszubalancieren. In den 70er Jahren schreibt Lothar Krappmann ein Buch, eines der guten Bücher, wo das Konzept der Balance, balancierte Identität, maßgeblich ist. Und auch solche Konzepte sind nur dann überhaupt sinnvoll, wenn die Grundvoraussetzung Unruhe ist. Sie brauchen Sachen nicht in Balance zu bringen oder permanent auszubalancieren, wenn irgendwas stabil ist, bleibend permanent ist. Ja? Also, auf der Seite der Totalität haben Sie sozusagen die Struktur von persönlichen Selbstverhältnissen, die heute in oft total konfuser Weise sozusagen auf die Mitte abgebildet werden. Auf der rechten Seite steht Multiplizität und das ist wiederum ganz einfach eine Struktur oder Form, die aber, Sie können sagen, so offen, so dynamisiert, so flexibilisiert, so fragmentiert ist. Ja? Erikson spricht von sozusagen überzogener Identitätsdiffusion, dass diese Struktur komplett zerbricht. Der paradigmatische Fall ist immer noch, sind immer noch Persönlichkeitsstörungen, die nicht zufällig in der Psychiatrie den Namen Persönlichkeitszerfall
tragen. Das ist der Zerfall einer Struktur, sozusagen. Sie können auch sagen, einer inneren Ordnung oder einer inneren Form, die im mittleren Fall, ja, eine flexible Form irgendwie der Handlungsautonomie, partieller Handlungsautonomie gewährleistet. Also Sie haben links total rigide, verfestigte Form, in der Mitte eine poröse, offene Form und rechts den Zerfall jeder Form, also das heißt auch der Zerfall von Orientierungsfähigkeit, von Erlebnis- und Handlungsfähigkeit, zumindest temporär. Sie stellen sich, Sie kennen das alle, Sie stellen sich einfach Menschen vor, die, ohne dass sie sozusagen zu Unrecht psychopathologisiert irgendwie werden müssen, trotzdem an Störungen oder Krankheiten leiden, die ihr Orientierungsvermögen, ihr Erlebnis- und Handlungspotenzial massiv untergraben. Multiplizität ist übrigens der beste Name dafür, weil das eine Teilung einer Person in mehrere Bestandteile ist, ja, die aber nichts miteinander zu tun haben und die Subjekte auch nicht mehr in der Lage sind, aufeinander zu beziehen. Also nochmal zur Erläuterung. Sie können ganz abstrakt sagen, Identität, so sage ich, das ist ein bisschen, wenn man es nicht gewohnt ist, erläuterungsbedürftig. Sie haben in der Mitte mit einer Struktur oder Form zu tun, die Sie am besten bezeichnen als Einheit Ihrer Differenzen. Diese Personen, die Sie sind, die wir sind, die meisten von uns sind, uns irgendwie, denken Sie an das Sigmund Baumann-Zitat, ja, mit der wir es irgendwie mehr oder weniger auszuhalten versuchen, ohne nach links zu flüchten oder ohne nach rechts abzudriften. Ja. Diese Form ist hochkomplex, in sich differenziert, hochdynamisch, ja, besteht aus permanenten Veränderungen in der Lebensgeschichte und aus ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Orientierungen in unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten, in denen sie bestehen müssen. Ja? Also in der Mitte haben Sie ein Konzept einer Person, das Komplexität, Differenzierung, Dynamik in einer subjekttheoretischen Weise artikuliert. Gegen, Sie können auch sagen, in gewisser Weise traditionellere Formen, wo das auch gar nicht nötig war, ja, sich ständig zu verändern, ständig darüber nachzudenken, wer man sein will, wo das kein Problem war, gar kein großes Problem war. Das ist heute in komplexen Gesellschaften, ja, wo das nicht mehr geht, sozusagen Dynamik, Differenzierung, Komplexität auszuweisen, wird das zum Problem, wird das zum Politikum. Also, das ist die Grundstruktur. Dann haben Sie hier solche Übergangsbegriffe. Der Begriff der adaptiven Diffusion, der stammt von Marcia, das war ein Schüler von Erikson in den 80er Jahren insbesondere, und eine Reihe von Arbeiten geschrieben, auf der Grundlage empirischer Untersuchungen, insbesondere mit jungen Menschen, Jugendlichen. Während in den 60er Jahren, noch in den 70er Jahren, sich die Jugend, und so konzeptualisiert es auch noch Erikson, dadurch auszeichnet, dass mehr oder weniger irreversible Festlegungen getroffen werden. Ich muss einen Beruf finden, ich muss irgendwie einen Lebenspartner finden, etc. Und es waren mehr oder weniger klare, mehr oder weniger irreversible Festlegungen, auch in vielen anderen Bereichen oder so. Und das verschwimmt zunehmend. Und das ist nicht irgendwie, weil die Leute das irgendwie so wollen, das sozusagen verschwimmt oder zerfasert auch unter den Zumutungen von eben nochmal dynamisierten, Hartmut Rosa sagt, beschleunigten Gesellschaften, ja, in denen solche Festlegungen dysfunktional sind. Richard Sennett schreibt ein Buch, The Corrosion of Character, kulturkritisches Buch, in dem die These ganz einfach irgendwie ist. Er sagt, schauen Sie sich mal irgendwie Biografien im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts irgendwie an und dann sehen Sie das alles. Da sind keine Festlegungen mehr möglich, ob die Leute das wollen oder nicht. Ja? Es gibt immer weniger Berufe auf Lebenszeit, Anstellungen auf Lebenszeit. Und das, was Sie so sagen, und an solchen Beispielen macht er das irgendwie durch, irgendwie an
an Leuten, die bei IBM irgendwie entlassen worden sind und dann entfaltet er da so exemplarisch irgendwie Biografien. Und das gilt für alle möglichen Bereiche, nicht nur für berufliche Orientierungen und Festlegungen. Ja? Also das ist, und von dieser Beweglichkeit, ja, die Jugendlichen sind gar nicht mehr so drauf aus, sich festzulegen, sagt Marcia. Das ist in bestimmten Gesellschaften adaptiv, das ist funktional. Das ist eine Form sozusagen einer Anpassungsleistung, die diese Menschen sozusagen in Gesellschaften integriert, die bestenfalls noch unverbindliche Bindungen zulassen. Legen Sie sich auf nichts mehr fest. Ja, das gilt für Ihren Beruf, das gilt für Personen. Unverbindliche Bildungen, können Sie das paradox formulieren. Sowas können Sie sich noch leisten, aber alles andere wird schwierig. Sie sollen flexibel sein, Sie sollen mobil sein. Das sind ja alles hochgradig politisch ideologisierte Begriffe, die aber funktionalen Erfordernissen in modernen, in späten oder wie immer Sie das nennen, spätmodernen Gesellschaften Rechnung tragen. Ja? Mit Vorteilen, mit Nachteilen. Vorteilen ist immer Optionen für Vielfalt, mitunter das Gefühl größerer Freiheitsspielräume. Die Nachteile sind wahnsinnig stressig, ständig muss man was Neues machen. Lifelong Learning. Das sind ja nicht nur gemütliche Begriffe. Das ist eine wahnsinnige Zumutung. Also ich denke mir schon manchmal, wann hört das eigentlich mal auf? Wann muss ich mal nichts mehr lernen oder nicht mehr so viel oder nicht mehr ständig und wann muss ich etc. Ja? Also das sind, und von solchen Sachen, also die Nicht-Festlegung erfordern, sagt Marcia, das ist kein Zug in die Psychopathologie, ja? Sondern ein bisschen so zu sein, ist gesellschaftlich funktional, ist adaptiv, ist eine hochgradig erwünschte, notwendige Anpassungsleistung. Auf der anderen Seite haben Sie sowas, so habe ich das dann genannt, adaptive Rigidität. Sie können sich nicht immer sozusagen total offen geben, auch wenn solche Sachen praktisch zur generalisierten politischen Rhetorik gehen. Sie sollen alle offen sein, tolerant sein, offen gegenüber anderen insbesondere und so. Aber das ist natürlich auch politische Rhetorik. Manchmal sind sie das nicht und wollen sie das auch nicht sein. Kommt schon wieder jemand, der will, dass sie sich ändern. Nee. Lassen Sie so. Also das heißt, auch eine gewisse sozusagen temporäre Schließung, sozusagen Verweigerung von Veränderungsbereitschaft kann adaptiv, kann funktional sein, um das Gesamtsystem Person aufrecht zu halten und funktionstüchtig irgendwie zu halten. Das ist, um diese Sachen geht es irgendwie vor allem in identitätstheoretischen Diskursen. Sie können das, was ich Ihnen jetzt für Personen gesagt habe, unschwer, da gibt es einige theoretisch komplizierte Modifikationen, die da möglich werden, aber im Grunde genommen können Sie dieses Modell natürlich auf Gruppen übertragen. Ja? Also wie verstehen sich Gruppen? Und zwar als eine Einheit, von der natürlich noch viel mehr gilt. Aber der Witz ist, es gilt auch für Personen. Darum habe ich Ihnen das heute so klar zu machen versucht. Jede einzelne Person ist in sich differenziert und dynamisiert. Einheit heißt nicht Einheitlichkeit. Ja? Differenz ist ein identitätstheoretischer Begriff. Identität ist ein differenztheoretischer Begriff. Es gibt keine Identität ohne Differenz und Dynamik. Und das gilt schon im Hinblick auf die Verfasstheit einzelner Personen in modernen Gesellschaften. Seit 100 Jahren und seit 100 Jahren eben erfasst sozusagen diese Tendenz immer mehr Menschen. Ja? Das gilt erst recht für Gruppen. Bei Gruppen haben sie es ohnehin nicht mit einer einheitlichen Verfasstheit von Erfahrungen, Erwartungen, Orientierungen, Motiven, Interessen etc. zu tun. Also da ist es ohnehin schon so, dass Gruppen aus verschiedenen Individuen bestehen, die aber, das ist wichtig, in bestimmten Hinsichten, und zwar immer nur in bestimmten Hinsichten, ja, Ähnlichkeiten aufweisen, bis hin zu einer Gleichheit oder vermeintlichen Gleichheit, die sie veranlassen, wir zu sagen. Ja, wir, und zwar
auf dieser Ebene der qualitativen Identität. Wir teilen bestimmte Prädikate, Orientierungen, Interessen etc. oder sowas. Ja? Immer nur in bestimmten Hinsichten. Ja? Das heißt, kollektive Identität können Sie praktisch genauso beschreiben als dreierlei mögliche Formen oder Strukturen, die auf dieser sozusagen auf diesem Kontinuum changieren. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ja, wir machen jetzt, kommen jetzt da zum Ende. Ich muss immer die Taste suchen. Das habe ich Ihnen alles jetzt so erläutert. Das überblättere ich. Brauchen wir nicht lesen. Das auch. Schauen Sie, das sind zum Beispiel typisch, da gibt es eine ganze Reihe, aber wenn Sie Identität in dem von mir erläuterten Sinne charakterisieren durch andere psychologische oder soziologische Termini, theoretische Fachausdrücke, dann haben Sie es mit sowas zu tun. Ne? Frustrationsambiguitätstoleranz, Ambivalenztoleranz, das sind alles Charakteristika von Menschen, wie sie es sind oder man kann schon sagen, in so einer generellen politischen, normativen Perspektive, wie sie es bitte sein wollen und sein wollen sollen. Ja? Naja, so ist das. Flexibilität etc., das, was ich vorher, glaube ich, besser erläutert habe als hier, das sind die anderen Sachen. Das zeige ich noch zwei Sachen. Das lesen Sie vielleicht jetzt mal nicht, sondern hören mir zu. Ich spreche so, dass Sie es auch hinten verstehen können. Ich habe mal versucht, anzufangen, die politische Dimension dieses Konzepts personaler Identität noch etwas auszuführen. Und ich glaube, dass man sagen kann, es gibt eben Analogien, die sehr weit tragen. Und das Konzept offener, Sie können auch sagen, liberaler, demokratischer Gesellschaften ist ein gesellschaftstheoretisches Korrelat zu dem Begriff der personalen Identität, den ich Ihnen vorgestellt habe. Das heißt auch, diese Begriffe und natürlich nicht nur die Begriffe, sondern die damit bezeichneten Phänomene sind wechselseitig aufeinander angewiesen. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite natürlich normative Vorstellungen davon, wie eine gute Gesellschaft zu sein hat, nämlich offen, liberal, demokratisch. Ja? Und auf der anderen Seite haben Sie Vorstellungen davon, wie Personen, wie die Verfasstheit von Personen beschaffen sein soll, dass Sie das auch sozusagen mit einem guten, gelingenden Leben in Zusammenhang bringen, und zwar mit einem Leben in offenen, liberalen, demokratischen Gesellschaften. Deshalb ist es auch manchmal so naiv, politische Revolutionen können auf institutioneller Ebene, wenn sie gelingen, sehr schnell sehr viel ändern. Aber auf psychologischer Ebene, also die Menschen, also die bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen brauchen, damit die sozusagen fortbestehend funktionieren, die kriegen sie so schnell nicht hin. Das sind über Jahrzehnte und Jahrhunderte sozusagen eingeschliffene Subjektivierungsprozesse, also personale Identität in dem Sinne, wie ich es Ihnen vorgestellt habe, ist ein total unwahrscheinliches Resultat langwieriger historischer Prozesse. Und das können Sie so, das kann man nicht einfach so nehmen und irgendwo anders und dann machen die das auch und dann sind die alle so, wie es diesem Konzept irgendwie entspricht. Und so ähnlich ist es, glaube ich, irgendwie sozusagen auf einer gesellschaftstheoretischen Ebene. Also was ich da versucht habe, und es passt irgendwie natürlich, also wenn Sie gucken im amerikanischen Pragmatismus, die sprechen gar nicht von Identität, sondern von Self, aber da ist schon das Problem deutlich irgendwie präsent und es ist kein Zufall, dass ich da zum Teil die gleichen Leute aus derselben Gruppe. Zum einen mit Demokratietheorie und zum anderen mit Subjekttheorie beschäftigen. Und wenn Sie sich John Deweys Begriff, das machen wir jetzt nicht mehr, der Demokratie sozusagen als einer ansehen, und da spielt Offenheit, Experimentierfreudigkeit, Korrekturen sozusagen im Modus nachträglicher Reflexion auf gesellschaftliche Ereignisse, spielt da alles eine zentrale Rolle. Und was ganz Ähnliches spielt eine zentrale Rolle
also im Kontext der Theorie personaler Identität. Das Letzte, was ich Ihnen noch zeigen wollte, dann hören wir auf, das habe ich schon gesagt, analogisierende Übertragung, dann habe ich gesagt, das sind sehr viele Fallstricke, ja, also der politische Missbrauch organizistischer Metaphern, Gesellschafts-, Volks- oder Staatskörper oder sowas, das sind alles total irreführende Bilder, beziehungsweise Bilder, die auf der Seite dessen stehen, was ich Totalität genannt habe, ja, und an ideologischen Missbrauch gekoppelt sind. Es gibt eine ganze Litanei an Literatur, die das Niethammers Buch über kollektive Identität ist vielleicht auf jeden Fall einer der auch lesenswertesten Attacken gegen solche Verwendungsweisen dieses Begriffs kollektive Identität. Abschließend sei festgehalten, dass gewiss alle Konstruktionen kollektiver Identitäten, es sind immer Konstruktionen, ja, nicht willkürlich, nicht beliebig, nicht sozusagen auf Kommando sozusagen verfertigbar, aber trotzdem haben alle Artikulationen von Selbstverständnissen, von Personen und von Gruppen haben einen hohen konstruktiven Anteil. Das heißt, die sind nicht zwangsläufig, fallen die so oder so aus. Da gibt es immer Freiheitsspielräume. Also dass gewiss alle Konstruktionen kollektiver Identität ein latentes oder offenes Gewaltpotenzial ausbilden können, ist wichtig. Und damit analoge Strukturen bilden, wie sie oben im Hinblick auf die personale Totalität skizziert wurden. Das ist tatsächlich oft der Fall und damit haben wir es heute vielfach zu tun, wo Gruppen, schreibt Niethammer, in territorialer Gemengelage zu anderen Differenzgemeinschaften auftreten und nicht von wirkungsmächtigen gesellschaftlichen Infrastrukturen, Recht vor allem, relativiert werden. Wir-Gefühle und das Bewusstsein mitunter ausgeprägter für das kognitiv-emotionale Selbst- und Weltverständnis sowie das praktische Selbst- und Weltverhältnis von Personen, wichtige Gemeinsamkeiten sind aber keineswegs immer bloße Phantasmen, sondern oft in tatsächlich geteilten Erfahrungen und Erwartungen, Werten, Normen, Orientierungen verankert. Ich mache dann in vielen Aufsätzen einen Vorschlag. Ich bin gegen sozusagen, das ist ein wahnsinnig schwieriges Konzept, kollektive Identität, weil noch viel anfälliger für politischen Missbrauch als das Konzept personaler Identität. Hat Niethammer recht. Aber wenn Sie zum Beispiel Niethammer bis zum Schluss lesen, diese 500 Seiten oder sowas, dann ist der Vorschlag, der am Schluss kommt, wir sollten öfters wir sagen. Toll, tolle Theorie. Also das ist natürlich theoretisch lapidar, völlig irgendwie unbefriedigend und löst das Problem irgendwie in keiner Weise. Also wir sagen die Leute schon, da muss er sich auch gar keine großen Sorgen machen und so. Und das haben die immer schon gemacht und das sagen sie jetzt auch und auch mit bestimmten Absichten und politischen Intentionen und Programmen. Aber ich glaube, man kann Folgendes machen. Man kann das, was man ernst nehmen kann, nämlich in konjunktiven, das heißt verbindenden Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten von Gemeinschaften liegende Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten, in bestimmten Hinsichten, immer nur in bestimmten Hinsichten. Wir sind uns nie in vielen Hinsichten gleich, in manchen aber vielleicht schon. Man kann solche Gemeinsamkeiten empirisch rekonstruieren, über die weiß man übrigens auch nicht Bescheid, wenn man sagt, die deutsche Identität, die europäische Identität oder dergleichen. Aber man kann versuchen, und wenn man mit dem Anspruch irgendwie auftritt, so was wie ein Konzept kollektiver Identität zu qualifizieren, dann muss man zumindest in den Wissenschaften versuchen, was verdammt nochmal sind denn eigentlich irgendwie die Gemeinsamkeiten oder die Ähnlichkeiten. Und es ist völlig klar, je größer die Bezugsgruppe wird, desto schwieriger wird es. Sie können auch sagen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Sie da erfolgreicher sind und desto wahrscheinlicher, dass Sie Unsinn betreiben. Europäische Identität, wow. Was ist da sozusagen das Gemeinsame? Da müssen Sie schon lange graben. Und meistens irgendwie sind Sie sehr schnell irgendwie bei Aufsätzen christliches Abendland und dann schreibt Jan-Philipp Rems mal sofort einen Aufsatz Christen und wir. Der versteht sich schon auch als Europäer. Wir sind dann die anderen. Ne? Und so weiter. Also je größer die Bezugsgruppe wird, desto schwieriger wird es, desto gefährlicher wird es, weil da finden Sie, und insbesondere in komplexen Gesellschaften wie der unseren,
finden Sie da kaum solche inhaltlich tragenden Gemeinsamkeiten. Aber trotzdem, man kann das machen und dann kann man unterscheiden einen rekonstruktiven Typus empirischer Forschung, die solche Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten erkundet, artikuliert, ja, überlegt, was das bedeutet, im Hinblick auf Gemeinsamkeiten anderer Gruppen. Und Sie können diesen empirisch-rekonstruktiven Typus der Erforschung kollektiver Identitäten unterscheiden von einem normativen und sehr viel mehr noch ideologisch normierenden Konzept oder präskriptiven Typus kollektiver Identitätskonstruktionen. Das meiste, womit Sie es heute zu tun haben, sind ja keine Beschreibungen empirisch gesättigter qualitativer Identitäten, sondern Vorschriften, Wunschdenken, Appelle, ideologische Aufrufe, Anrufungen und so weiter. Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Warm genug war's heute Abend. Ich stehe zur Diskussion zur Verfügung.